Es beginnt auf dem Spielplatz ganz in der Nähe von unserem neuen Zuhause in dieser neuen Stadt. Ich frage nach ein wenig mehr Platz für meinen Sohn. Er ist 3 Jahre alt. Auf der Schaukel sitzt ein Mann, jung von außen, im Innern lange tot. Islamistin, Terroristin. Sprache, mit der er meinem Kind und mir droht. Er sagt, wir dürften nicht hier sein, nicht in seinem Land. Ich werde nie die Worte verstehen, die mein Körper für immer mit seiner Schuld übersehen. Es beginnt mit seinem Brief an das Gericht nur ein paar Wochen vor meinem Todestag. Sein Manifest der Verblendung, gefüllt von Feindseligkeit, Ignoranz und Gewalt. Keine Allmachtsfantasien, sondern bloße Realität, die aus seinen Zeilen spricht. Nur ein paar Wochen später werde ich spüren, was er schwarz auf weiß angekündigt hat. Seine kalte, dunkle, erbarmungslose Tat. Es beginnt am Tag der Verhandlung. Draußen Sommer, drinnen braunes Gerichtsgebäude. Keine Metalldetektoren, keine Durchsuchung, keine Zäune. Richter fragt zuerst ihn, dann mich. Mein kleiner Sohn an meiner Seite, mein zweites Kind in meinem Bauch. Nur die Wahrheit spricht. Schwarzer Rucksack, Reißverschluss, Metall klingt. Und so gehe ich zur Tür, wo Frieden wartet und Licht. Der Mann drängt sich in mein Leben und in meinen Tod, so dicht an mich, mein Atem bricht. 18 Zentimeter Klinge sticht, 18 Mal in meinen Körper trifft. Japanisches Kampfmesser gegen Leber, Lunge, Herzkammer. Ich gehe zu hellrotem Boden, inneres Verbluten von 30 Sekunden Dauer. Blanker Hass bringt mir den Tod am 1. Juli um 11.07 Uhr. Blaulicht, Einsatz, Sirenen. Ärzte nur, um die Einstichstellen zu zählen. Es beginnt, als mein Mann zum letzten Mal in mein Gesicht blickt. Gerichtssaal 10. Messer sticht und sticht und sticht. 16 Mal, auch in ihn. Polizist stürmt den Saal. Weißer Mann, brauner Mann. Er sieht und schießt. Nicht auf meinen Mörder, sondern meinen Ehemann. Ich höre ihn, wie er am Boden liegt, meine letzten Atemzüge zählt. Allem, was er sagt, alle Hoffnung fehlt. Sie stirbt. Es beginnt, als sie sich alle in Sicherheit bringen, während mein kleiner Sohn dabei zusieht, wie seine Eltern vor seinen Augen um ihre Leben ringen. Im Nebensaal eingeschlossen, auf Halsbringer wartend, all die Waisen, Schöffen und Schreiber, lassen sie mein Kind zurück, um ihrer eigenen Sicherheit halber. Es beginnt, als sie meinen Leichnam von Parkett auflesen. Gehüllt in rot getünchtes Kopf- und Totentuch. Mein Mann im Koma, mein Kind bei Fremden. Keine Nachricht an meine Mutter, meinen Vater gesendet. Bis heute keine offizielle Entschuldigung. Keine Nachforschungen, keine Antworten auf so viele Fragen, auf mein Warum. Wo blieb mein Schutz in den Armen der Justiz? Wo war die Antwort auf mein Sterben? Wann nahm die Gesellschaft von mir Notiz? Tagelang keine Zeitung, die meine Geschichte erzählt. Ignoranz hat sich mit Gleichgültigkeit vermählt. Stattdessen Magazine, die titeln. Schaukelstreit eskaliert. Ich heiße Marwa El-Sherbini. Ich bin 31 Jahre alt. Ich trage ein 3 Monate altes Kind unter meinem Herzen und zu viele Katastrophen in meinen Händen. Sagt mir, wo beginnt die größte?